Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier im Derail Valley. Ja, unsere Lok sieht ein bisschen anders aus und wir sind auch komplett woanders. Ich habe mir nämlich die Mods jetzt mal aktualisiert und habe mir mal da ein Livery für die Dampflok installiert. Und das Rote gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, auch weil es meine Lieblingsfarbe ist. Und wir sind hier im Waldgebiet und ich dachte, wir fahren mal hier so einen Holzzug und bringen den zum Sägewerk, damit wir mit der endlich mal auf der Strecke gewesen sind. Ja, der ganze Umzug von der Stadt. Also ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir sind. Wir sind da links unten bei FRS und wir waren bei GF in der letzten Episode. Ich habe mich teleportieren lassen für 9000 Geld. Tut ein bisschen weh für die Geldtasche. Und ja, ich habe die Lok schon mal gedreht, denn wir müssen in diese Richtung raus, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ja, genau. Und wir müssen nach SW. So, das ist unser Auftrag. Also bei B2O sind ein paar Wagen. Bringen wir es dann zum Sägewerk. Und da werden wir es dann vermutlich auch noch abladen. Das Ganze gibt uns 7000 Geld. Ach ja, für die da habe ich auch Liberis installiert. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Reskin. Zum Beispiel BA Blue. Also britische Lackierung. Fällt mir auch. Was haben wir denn noch? Rio Grande. Hat irgendwie auch was. Und wer Blue Yellow. Das ist das da. Haben wir sonst noch was? Default. Team 3 Rio Grande. Erstmal eh nur die. Ja. Okay. Einser Dampflok. Sie müsste warm sein. Schauen wir mal hier rein. Ja, das schaut gut aus. Lichter vorne machen wir mal an. Das passt. Wasser können wir mal ein bisschen reinlassen. Und ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen Kohle. Machen wir auf hier. Also es steht schon ein kleiner Moment hier. Okay. Södle. Der bleibt mal unten. Wir gehen nach vorne. So war offen, ne? Wieder verlernt. Handbremse. Einmal lösen. Ist schon gelöst. Los geht's. Sehr schick. Fahren wir bis zur hintersten Weiche. Und dann schauen wir mal, wo wir eigentlich hin müssen. Das passt eigentlich ganz gut von der Geschwindigkeit. Wir müssen aufs Wasser aufpassen, dass wir da nicht zu viel reintun. Oh, da haben wir sogar ein Gefälle. Das ist natürlich praktisch. Ich mache das erstmal kurz zu. Das Gleis ist B20 oder O, wie auch immer. Södele. Einmal hier. So, wo ist unser Gleis? Das ist das da hinten. Gut, komm mal her. Einmal du. Einmal du und dann da rein. Passt. Dann hätten wir das. Es gab ja mal einen Mod für den automatischen Fahrweg, aber das wurde leider nicht aktualisiert und geht momentan nicht mehr. Das wäre noch praktisch. Oh. Komm mal rein mit dem Wasser hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt schon wieder Zylinder hin aufmachen. Schnell bist du mit dem Wasser da drin. Nice. Eigentlich könnte man es mal schnell andersrum machen. Wow. Okay, das Grün reflektiert ein bisschen komisch da hinten.
Sehr gut. So, guck erst mal zu. Das nächste an Lizenzen wird wirklich mal die manuelle Wartung sein. Da sparen wir uns ein bisschen Geld. Na, wunderbar. Wann hast du? Yes. Sogar wenn man hier langsam ranfährt, klingt das immer brutal. So, einmal daran, einmal auf und auf. Und dann machen wir mal eine Kontrolle. So, wir haben da 462, ist der letzte. Und 450. Das passt. Und Handbremse wird vermutlich beim ersten hier dran sein. Jo. Nice. Einmal nach vorne lösen. Werden hier nochmal reinschaufeln. Gut, Wasser passt. Einmal nach vorne. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen rechts abbiegen und dann hat es so ein kleines Stumpfgleis. Ich glaube, da bleiben wir mal ganz kurz stehen und schauen mal, was wir da haben. Und ansonsten links. Alle klar. Gut. Ich würde sagen, wir sind abfahrbereit. Jo, jetzt muss sie arbeiten. Ich hab da jetzt keine Bremse irgendwie vergessen. Gib doch mal zu, bitte. Hahaha, wie sie jetzt am Schnaufen ist. Ich glaube 400 Tonnen sind es. Nice. So, jetzt sind wir das Wasser und das Feuer im Auge behalten. Temperatur geht auf die 800 hin. Kesseldruck ist gut, sind über 12. Oh, 60 ist erlaubt. Funkgerät. Ich muss mal auf die Weichen einstellen hier. Oha. Jetzt kommt das Gewicht. Wird gerade ein bisschen schnell. Nur ein bisschen bremsen. Look ist nicht so für so Highspeed ausgelegt. Okay. Nach rechts 20. Ah, nach links 20 ist zu früh. Oh, wir haben hier Dauergefälle. Oh, 50. Da wollen wir in der Bremse mal gucken. Wir sind drunter. Mach ich mal zu. Schaufeln hier. Trotzdem flott hier.
gehen wir ganz nach unten. Oh oh. Wir bremsen mal. Das klang gerade sehr gefährlich. Oh, 30, ja. Komm, ein bisschen mehr bremsen. Gefährlich, gefährlich. So, da ist dieser komische Abzweig hier. So, wir bleiben hier mal kurz stehen. Oh, warte mal. Okay, er bleibt da stehen. Was haben wir hier? Ach, Reginalds Garage. Oh, da ist das Caboose drin, so wie es aussieht. Also unser Mannschaftswagen. Sieht man da irgendwie rein? Nee, ne? Tür ist natürlich auch dazu. Ah, schade. Aber okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo der ist. Dass wenn wir dann Geld haben, müssen wir hier mal hin und das Ganze abholen. Ah, wagtechnisch ist noch alles... Sag mal, fehlt da was? Mal kurz die letzte Nummer kontrollieren. 450. Ah, nee, ich glaube, das passt. Okay. Rein in unsere Lok. Södele, sorry. Maus, wunderbar. Wasser ist auch gut. Zylinder hier wieder auf. Ah, nächste Kreuzung dauert noch ein bisschen. Ja, doch, der Sound ist schon mega geil. So, mal wieder aufs Weg kommen. 30 ist erlaubt. Oder empfohlen, besser gesagt. Mit jetzt. Ah, wir werden schneller. Da hier mal auf die 1. Passt vor der Geschwindigkeit. Sehr gut. Jo, da hinten ist die Kreuzung. Gret, komm mal her. Oder, ach nee, da hinten. Ich glaube, die ist falsch. Bisschen mehr bremsen. Ah, ich krieg sie nicht. Komm, komm. Ja, jetzt ist es richtig. Ich glaube, das ist eine geile Stelle zum draußen mal gucken. Ah, oh, ist sie nicht schön. Ich sag's euch, das wird noch ein richtiges Festival mit der großen Dampflok fahren. Okay, 70 da hinten. Kann man nicht erreichen, aber immerhin.
könnte nämlich mal ausprobieren, ob man so eine Laterne auf dem letzten Wagen installieren können. Ist das was? Ach nee. Das machen wir, wenn wir stehen. Ich will da jetzt nicht Blödsinn machen. Wieder so schnell hier. Fünfzig. Perfekt. Na komm. Warum bist du jetzt schon wieder so... Ja, wird schon passen. Tatsächlich mal hier nach oben. Alles klar. Okay. Wasser, wo bist du? Irgendwo da oben. Hoffe ich mal. Ja. Holy shit. Oh, schaut euch das mal an. Ah, Feuer, dir geht's gut, oder? Ja. Oh, sie packt's. Aber jetzt sind wir echt auf Maximum Leistung. Laterne, kannst du mal hier hin? Feuerzeug. Okay. Ja, jetzt sehe ich auch das Schauglas viel besser. Laterne ist super. Ja, wir haben zu viel Wasser drin. Lassen wir jetzt erstmal wieder nach unten kommen. Gerade, was hast du? Okay, wir sind dann gleich bei unserem Ziel. Mal schauen, auf welches Gleis überhaupt. Fahren C3i. Mal kurz bei der Einfahrt mal stehen bleiben. Okay, da hätten wir es. Ah, shit. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber mal schauen. Ich sehe halt gar nichts. So, da. Aber welches Gleis? Welches Gleis? Das ist B? C da unten. C3i. Das ist das Gleis hier. Einmal so. Ich schau mal hier aus. Das ist auch falsch. Boah, ich sehe es kaum. Okay, das schaut okay aus. Wo kommt hier die nächste Weiche? Hier.
Okay, ich sehe es doch auch nicht. Ah, er schaut noch links. Ich glaube, das könnte passen. Wieder mal hier aus. Wasser rein. Ah, wir verlieren an Geschwindigkeit. Kann doch nicht sein, dass du jetzt so viel Wasser verloren hast. Okay, wir sind jetzt hier ganz vorne drin. Mehr Umf geht nicht. Ja, also so ähnlich wie die DM3. So von der Zugkraft her. Vielleicht ein bisschen schwächer. Kesseldruck geht nach hinten. Und bin ich jetzt richtig? C1, 2 und 3. Ich glaube, ich habe es wirklich richtig gemacht. Ah, ich sollte nächstes Mal so eine Taschenlampe kaufen. Das wäre für so eine Nachtaktion halt echt praktisch. Cool. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr geil. Bauer. So, machen wir hier auf. Wasser. Machen wir erstmal zu. So, der Plan ist, dass wir jetzt hier mal die Handbremse anziehen. Und den Auftrag abgeben und dann gerade die Rangiermission dafür machen. So. Regie. Was? Achso, gut gemacht. Alles klar. Dankeschön fürs Geld. Ist jetzt entsprechend die Rangieraufgabe dazukommen. Abbringung da, das Stammhaus aus dem Zug und stell ihn ab. Zum Abbringen des Sperrholz. Abbringung entlade Stammhaus aus einem Zug und stell ihn ab. Südwart Ziegeberg. Müsste doch der sein, oder? Ich vermute mal, der ist es. Lass mal schauen. C3. Oh ja. Okay, wir müssen auf B4L. Und dann kommt Bauwagen auf C4S und B1S. Ja, okay. Easy enough. Ich würde das aber am Tag machen, soll heißen. Ich gehe mal ganz kurz schlafen. Ihr habt kein Bett zum Schlafen. Nee, oder? Muss ich das jetzt wirklich in der Nacht machen? Kein Bett hier. Ich schlafe im Bett. Mhm, das ist das Bett. Also, vorspulen auf 6,49. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt keine Strafzahlung wegen der Zeit. Südere. Oh, cool. Belly Cargo. Okay, first things first. Gucken Sie, da sind wir schon dran. Wir müssen auf B4L. B4L ist ganz da unten. B4L ist auch frei. Okay, das heißt, wir fahren einmal ganz nach draußen. Jo. Und drücken das Ganze rein. Feuer dürfte aus sein. Ja, natürlich. Nach der ganzen Zeit.
Oh, scheiße, da hätte ich eigentlich schlacken sollen, ne? Wäre sauer gewesen. So. Anzünden. Wassertechnisch tun wir mal auffüllen. Kesseldruck haben wir noch. Sehr geil. Gut. Das passt. Ja dann, würde ich sagen, Abfahrt. Den ist ja noch offen. Einmal pfeifen. Ja, dann habe ich doch noch Gewinn gemacht mit den zwei Aufträgen hier. Ach, stimmt ja. Habe ja die Handbremse angezogen. Da, sollte jetzt ein bisschen einfacher gehen. Ja, trotzdem. Ja. Aber noch eine Handbremse. Runtergehen. Ja, die Gleise schauen ein bisschen wobbly aus hier. Also lange mal drüber fahren können. Oh shit, die Fälle. Das wird super. Okay, wir können voll bremsen. So, dann weichen. Du auf jeden Fall mal nach links. Du bist schon auf. Alter, dieser Knick hier drin. Das ist doch nicht gesund. Auch nach links bitte, dankeschön. Links, 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 B4L, nochmal doppelt kontrollieren. Jo, passt. So. Volle Kraft, Retour bitte. Einmal den hier. So, komm, drück mal. Können wir eigentlich noch ein bisschen was hinterher schieben hier. Ah, ganz hinten bin ich. Schaufel, dankeschön. Ah ja, jetzt noch ein Streckeneditor und vielleicht sowas ein bisschen ausbügeln. Dann wäre es ideal. Ich glaube, ich muss die Lok wirklich mal in VR mal steuern. Aber jetzt noch gar nicht gemacht. So, eine gute Stube. Wir verlieren zwar an Druck, das ist aber okay, wenn wir gleich wieder da haben.
würde so gerne auf der Seite rausziehen. Ich weiß nicht mal, was der Hotkey dafür gewesen ist. So, weg mit der Leistung. Schon mal ein bisschen reinbremsen. So, wieder lösen. Das müsste jetzt schon das besagte Gleis sein. Jo. Ich glaube, dann werden wir mal anhalten. So, Dale, wo ist das Entladeding da? Hier. Oh, stehen bleiben, dankeschön. Halt. Andere Seite. Komm, mach nochmal. Nice. Okay, zur Abstellung. Der 450er, welcher ist denn ganz hinten? Mal ganz kurz schauen. Wir haben hier 450, 566, 775 und 389. Die müssen auf C4S und auf B1S die anderen drei. Alles klar, ja, da werden wir zuerst C4S machen. Und so wie ich mein Glück kenne, ist C4S mal wieder belegt, ne? Ja, genau. C4S ist belegt mit Ding-Collision hier. Kein Problem, da werden wir einmal ranfahren und nach hinten drücken. Also wieder nach vorne. Wenigstens habe ich jetzt nach hinten einen Durchblick. Was macht eigentlich da unten? Ich würde sagen, Express rangieren. So ein bisschen. Was ich jetzt mal machen werde, ist... Achso, warte mal, dann muss ich ja da... Nein! Ich will in die Lok rein. Was ich jetzt mal machen werde, ist... Ich bin mal ein Schiffbegleiter. Das heißt... Kamera bitte nach hinten. Auf den Wagen hier. Und Steuerung. Okay. Es wird spannend. Jetzt warte mal, das ist die Lokbremse, ich brauche die Zugbremse. Nice. Weil da kann ich dann... Ich habe jetzt Kabel. Diese Späße hier machen. Sehr praktisch. Steuerung. Runter. Auch einmal Minus. Kann ich von hier aus die Pfeife betätigen? Nice. Das ist aber noch geil, dass man auch noch den Zustand von der Kohle sieht. Auch die geht sehr gering momentan. Ja, und ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen faul, was das betrifft, aber man, ist jetzt kein aufwendiges Rangieren. Das wäre ein super Job zu zweit. Warum müssen wir das ausgerechnet auf das Gleis hin tun, wo was ist? Ich meine, das daneben wäre frei. Hätten die super Platz.
die Luftklappen sind voll offen. Bremse, mach mal. Entweder das ist ein fester Rumpser. Warte mal, ist es jetzt hier? Wie ist jetzt hier Kuppeln? Okay, wir sind dran. Und wer von denen hat die Handbremse an? Der hier. Handbremse gelöst. Geil. Oh, dann können wir jetzt mal ein bisschen reindrücken. Ich hoffe, das passt von der Länge. Wir werden ein kleines Stück da hinten fahren. Okay, passt. So, wir gehen mal zu uns wieder rein. Währenddessen Feuer, fast fertig. Nicht so gut. Und weil ich in den Steuerung jetzt gerade gesehen habe, das heißt, nach unten ist das Ding zu und nach oben hin ist offen. Okay, passt. Unten ist zu. Wir haben 450 bis 389. Wo ist 389? Wo ist 389? Ja, perfekt. 389 wird abgekuppelt. Beziehungsweise 389, du bekommst die Handbremse. Bevor ich es vergesse. Hier einmal zu. Auf. Fertig. Nice. So. Aber wenn ich jetzt von hier steuere, kriege ich dann die Lok? Zum Steuern meine ich jetzt. Handbremse? Nee. Okay, nee. Ich muss effektiv in die Lok rein. Macht auch irgendwie Sinn. Kann ich da reinkommen? Oh, geil. Nächstes Gleis. B1S. Lass mal gucken, wo das ist. Da steht wieder was. Aber gut, wir könnten die Weichen dafür jetzt schon mal machen. Das wäre der Kollege. Und der Kollege hier. Und das war's. So. Abmarsch. Reinbremsen. So, bremsen. So viel zum Thema frühzeitig. Okay. Das klang nicht sehr gesund, aber gut. War jetzt auch voll in die Eisen drin. Ich dachte, sie würden rutschen. Ach ja, was ja jetzt regnet. Scheibt mich an! Ey, das ist sowas Dummes. Aber hinten geht's nicht an. Oder wär's denn... Ah nein, ich kann ganz durchdrücken. Das ist so dumm. Scheibenwischer oder Dampflok. Also, gut, eigentlich nicht ganz so dumm, aber... Es ist, ja, schräg.
Bisschen zu viel Wasser. Die arme Lok, ey. Ist für mich echt nicht gut bedient. Ah, Kabel. Was? Das war schon? Okay. War ein bisschen fester. Alles klar. Handbremse. Dankeschön. Einmal zu. Aufmachen. Weg hier. Und schauen, ob er das jetzt so nimmt oder ob ihm irgendwas jetzt nicht passt. So, Kollege. Nice. Er hat ein Geld. So, was sagt das Geld? 33.000. Damit kann man arbeiten. Okay, dann werden wir die jetzt mal kalt stellen. Soll heißen, wir machen den ganzen Geschmö aus. Wir machen das aus. Handbremse rein. Gehen wir kurz dahin. Schalten die Kollegen hier aus. So, und ich hatte noch den Lichtschalter an. Perfekt. Und den machen wir einmal den hier. Sieht das eigentlich aus? Nice. Und den hier. Ich weiß, wir machen es schon wieder nicht in der Grube. Aber wir tun jetzt mal so, dass wir da mit der Lok nach vorfahren und das dann natürlich sauber wegmachen. So, dann ist es soweit kalt. Beziehungsweise behält jetzt noch den Kesseldruck und für den nächsten Einsatz wieder gut gewidmet. Je nachdem, was wir da noch machen werden. Aber hat Spaß gemacht. Aber wir sollten auch noch mal eine Bergfahrt mit der machen, weil das... Holy shit. Es war jetzt ja primär da bergab, einmal zum Schluss noch berg nach oben. Aber sie klingt halt mega geil, wenn man halt ihr die Spuren gibt. Gefällt mir die Lok. Gefällt mir. Nächstes Ziel die große. Stichwort große Dampflok. Wie viel Spaß kostet das? Das war die 50.000. Gut, dann brauchen wir da noch ein bisschen was. Militär, was ist denn das nächste spannend? Manuelle Wartung sollte man machen. Und Mehrfachtraktion wäre auch geil. Aber ich glaube, wir machen zuerst die manuelle Wartung. DH4, 50.000. Nee, da werden wir zuerst mal die Dampflok machen. Spaßig. Also, liebe Leute, ich würde sagen, für die Episode belassen wir es mal bei dem. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Mal sehen, was uns da so erwarten wird. Bis dahin, wünsche ich eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.